So, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Die Golden Sun. Die dunkle Dämmerung. Hier diesmal in den Konfa Höhle? Ja. Ich meine den Ruine in der Höhle. Gegen zwei Skelettkrieger, die müssen ganz schön ins Straucheln holen. Schaden haben die eine Meise. Gibt's auch nicht. Ich werde ihn wahrscheinlich irgendwie wiederbeleben müssen. Auf bisher unbekannte Art und Weise. Aber es wird doch wahrscheinlich so sein müssen, dass es halt muss. Ich weiß, dass irgendwas auf uns war, aber was genau? Kann ich euch nicht sagen. Meine drei Lieblingsgegner bisher. B. Lassen. Beides mit B an. Ja, B. Lass mal. Bock.
181 Erfahrungspunkte, das ist gar nicht so schlecht für den Anfang. Es werden später noch Gegner kommen, bei denen wir mehr Punkte bekommen werden, aber es ist erstmal für den Anfang gar nicht so schlecht. Und hier finden wir ein Elfenrapier. Das könnte ich sicherlich gut gebrauchen. Oh, das stärkt. Ich will jetzt gleich mal. Ja, mehrere Punkte. Das ist viel, viel besser. Weiter, was hier sonst noch so ist. Das wird nicht alles sein. Oder etwa. Was ist denn hier los? Meister Kran, wann kommen denn Matthew und seine Freunde? Ja, wir sind schon da. Nur die Ruhe-Novelle. Die Ruinen hier bei uns sind ein gefährlicher Ort, das durchquert ein wenig Zeit benötigt. Wir befinden uns bereits seit einer langen, einer Ewigkeit hier unten. Sie hätten diese Höhen auch alleine meistern können. Es wäre ein Kinderspiel gewesen, nach nur ein vorzudringen und in Bilibin zu treffen, oder besser gleich in Belinsk. Aufgetragen, den nötigen Tunnel auszukundschaften. Wenn ich einen gelernt habe, dann das Versuch, dann das. Versuch erst gar nicht der Schwester zu widersprechen. Bin ich froh, dass ich euch vorher wiederfunden habe, dann hätte ich diesen Vortex verpasst. Er ist so atemberaubend. Geh nicht zu nah ran. Obacht, Brief. Außer Atem. Eigenartig. Meister Kran hat sich ausdrücklich davor gewarnt, den Vortex zu nahe zu kommen. Oh ja, richtig. Ich habe dich mehr auf die Gefahren aufmerksam gemacht. Aber ich habe nur einen kurzen Blick auf ihn geworfen. Er war sah so schön aus. Ich war wie hypnotisiert. Könntest du nur so unbedacht handeln? Du hast ihn zu Tode erschreckt. Was habt ihr, Meister? In der Tat, weil hast du nicht gehört, dass da wurde ein Auftrag von einer Maschine. Was ist denn Novell? Meister Kran, das ist die Maschine, nicht wahr? Ich frage mich, was diese Apparatur hier bewirkt. Wir sollten sie in ihren Augenschein nehmen. Ich kümmere mich darum, Meister Kran wartet hier. WTF? Was wollen die denn hier? Auf jeden Fall nichts Gutes. So viel schon mal sicher. Thank you.
natürlich. Besonders noch irgendwelche fiesen Waffen. Scheiß Heilkräuter. Das war sowas von klar. Talanta. KP geheilt habe. Das wäre nämlich dann sehr in die Hose gegangen. Scheiß Heilkräuter und das geht mir auf den Geist. Schon viel eher machen können. Gut, einen hätten wir schon mal besiegt. Thank you.
jagt die mit Kirin in die Hölle. Oh. Jawohlchen. Ich hoffe, das reicht. Na, wenn nicht. Doch, es reicht. Was wollten die jetzt genau? Ich weiß es nicht. Aber ich finde Isardis. Aber ich finde Isardis wissen. In der nächsten Folge. Ich halte auch wieder ein. Gebt mir unsere Gemeinheit, abonniert den Kanal. Ja, tschüss und bis bald.